Willkommen zu einem neuen Game, und zwar Assassin's Creed Syndicate für den PC. Ich habe das Spiel schon seit heute haben wir Mittwoch, und ich kann hier schon mal antesten das Spiel. Und zwar habe ich gleich mal geguckt hier in der Grafikeinstellung. Ja, wir können es nicht auf Ultra High zocken, weil da reicht meine Grafikkarte leider nicht aus, weil ich leider nur 3 GB als Speicher habe. Und wie ihr oben seht, Nvidia GeForce 87 ist das maximal, was ich jetzt hier an Qualität jetzt hier rausholen kann. Ja, und wenn ich hier halt auf Ultra zocke, dann bräuchte ich hier 4 GB Speicherkarte. Und was heißt jetzt für mich? Ich muss mir bald eine andere Grafikkarte kaufen, weil dann kann ich das Spiel auf Ultra zocken, weil er braucht 4,1 GB an Grafikkartenspeicher. Wir haben leider nur 3 GB zur Verfügung. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Spiel hier trotzdem mal angucken, natürlich hier alle komplett in Deutsch, war es natürlich klar. Ja, und dann wollen wir uns hier mal die krasse Version uns mal angucken. Weise, alles gut. Willkommen bei Assassin's Creed Syndicate. Ja, das wissen wir schon. Würde ich sagen, starten wir die Runde hier einfach. Und viel Spaß. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Beck. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick. Und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen.
Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Sterics Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegbaren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstricke! Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht! Noch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab. Stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Jemand hier auf den Sack verpisst da. So, willkommen zu Assassine. Syndikat, so. Ja, wollen wir uns hier mal ein bisschen umgucken, ne? Aufspüren und eliminieren. Sehr schön. Ja, dann wollen wir mal. Können uns hier auch eigentlich auch ein bisschen umgucken, aber ich denke mal, dazu werden wir hier noch kommen. So, zack. Erledigt. Abgeschlossen. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ein Problem? Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Ein Problem haben wir, ja. Denk mal, das werden wir jetzt regeln hier. So, sabotieren. Da fliegt mir eine Idee zu. Nummer 1. Na, spring da rüber, verdammt. Ey, bist du doof oder was? So. Nummer 2. Gehst du da runter? So, dann haben wir bestimmt hier auch okay, Nummer 3, ja, sag ich ja. Voilà. So. Erledigt. Wir sind erledigt. Bringt das in Ordnung. Terrace holt sich unsere Köpfe.
dafür verantwortlich! Nicht wir, Sir, ich schwör's! Er sagt die Wahrheit! Dafür lasse ich euch am Schornstein baumeln! Naja, alles Gute kommt von oben. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. So sehe ich doch. Was kommen wir hier? Erledigt. Er kommt hier nicht in einem Stück raus. Na, aber du, wa? Na, komm. Was siehst du? Und du bist gleich der Nächste hier. Na ja, komm, ja hier. Kriegen wir alle hin. Rutsch mal, du Penner. Sehr schön. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Ja. Dann nehmen wir halt mal her. So. Zack und zack. Ja. Tutorial Entdeckung. Naja, mach mal. Oh, kann er plündern? Wunderbar. So. Da ist auch noch einer. Ja. Alle ringen sich auf hier. Nur vorm Kind so, zack. Ah, unheimlich, wunderbar. Bisschen üben hier. Ja. Oh, knapp. So, erledigt. Wer hat deine Kohle? Drücken Sie. Okay. Na, schau, den hätte ich ins dicken Feuer geschmissen. Na, egal. Schleichen. Ja, mit C. Ofen schmeiß ich in der Rinde. Ach komm mal da hier. Bleib liegen, ey. Komm her, du Arsch. Du hast die Ahnung schon gesehen. Ein bisschen aufräumen hier in diesem Kaff.
den kann ich nicht mal da reinschmeißen, ist ja scheiße. Oh, verdammt. Ja, wo ist er da oben? Nehmen wir da mal hin. Dann. Oh. Das Kind gleich mit runter mit gefeuert. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Stopp und machen dann in der nächsten Runde hier einen Spritze später. Haut da rein.